So, und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, da Poseidon wieder an seinem Platz ist, werden wir jetzt... Was hatten wir vor? Genau, unsere Aufrüstung ein bisschen aufstocken. Oh, sieht so cool aus. Sieht so cool aus. Der Schnee bedeckt das Land. Aber wir könnten mal... So, hier. Rotkrümmel, das. Wo haben wir denn hier diese... Der Grafik. Klettermarkierung. Aus. Sehr gut. So. Machen wir mal so weiter. Ah, wo geht's jetzt hin? Und Reliktruinen. Dann geht's für uns erstmal nach Rheinklang. Haben aber kein Schnellreisepaket. Dann müssen wir uns mal fix ein Lagerfeuer suchen. Und da haben wir auch schon eins. Und Stein. Nehme ich mit. So. Du! Lass dich mal ansehen! Nö, hier gibt's nichts zu gucken. Da, Rheinklang. Rheinklang. Reisen bestätigen. Ah, keine Ladezeiten. Oder so gut wie keine. Sehr, sehr schön. Vielleicht verdienen wir es doch nicht, die Bewahrer von Rheinklang zu sein. Die Fremde hat Rheinklang vor den... Ja, immer ist die Fremde schuld. Immer. Vergiss nicht. Du bist die Pflanze. Und da war unser Lager. Hey, wie läuft's? Du hast dich erholt. Ich bin auf dein Überleben spezialisiert. Das war die Werkbank. Da. Moin. was haben wir denn hier so? Rostjägerboden, Plünderer Zirkulator, Heidender Jägerbogen, Urkriegerbogen, zum Ablösen von mir ist dieser Kurzstreckenbogen, der Tenak, der Nidianes Werkzeug, Säure, Hartgewebe, Scharfschussbogen, Seitzirkulator und Stolperfallen. Ist es denn ein Häckslerhandschuh? Raja-Waffe, die Abrissmunition nutzt, um Gegner aufzuschlitzen. Halt die Waffe vor dem Feuern länger gezogen, um die Dauer des Angriffs zu erhöhen. Mit jedem Fang wird er aufgeladen, was seine Kraft erhöht. Wir nehmen den einfach mal mit. Dahin. Oh, den Kriegerbogen. Lösen von den Teilen. Ist ja vielleicht gar nicht mal schlecht. Und den nehmen wir statt der Sprengschleuder erstmal. Und dann schneidender Jägerbogen. Hätten wir uns den Kriegerbogen sparen können, oder? Hartgewebe, Scharfschuss. Hier, den nehmen wir einfach.
machen uns das als Aufgabe. Welche Maschine könnte dir jetzt noch standhalten? Und zur Häckslerhandschuh fallen Geschosse ab, die Maschinen aufstützen und mit jedem erfolgreichen Schlag stärker werden. Nach drei Schlägen führt der nächste Treffer zum Explodieren. Halte vor dem Feuern R2 gedrückt, um den Häcksler vollständig aufzuladen, damit du Gegner länger aufstützen kannst und mehr Schaden bewirkst. Häcksler verursachen hohen Reißschaden, der perfekt dafür geeignet ist, die Maschinenbauteile abzutrennen. Ich werde umspenden. Wenn das wirklich unser Ende ist, sollten wir Wo haben wir denn Graser? Ach, siehst du da. Können wir uns hier noch ein bisschen umschauen und das Lagerfeuer gleich mitnehmen. Möge der Wind dich tragen. Biegerbögen sind schnell feuernde Bögen für kurze Entfernungen. Im Gegensatz zu anderen Bogentypen verursachen sie dann maximalen Schaden, wenn sie nicht voll gespannt sind, verlieren aber bei längeren Entfernungen schnell an Präzision. Nicht vergessen, feuere Elementpfeile und Kanister des gleichen Elementtyps zu sprengen. Das war ein Ding. Okay. Sie hat mich geschubst. Möge der Wind dich tragen. Und wieder wandelt jemand in den Kopf. Dadum. So. Die Sonne leuchte für dich. Nein, der Häcksler-Handschuh. Abriss-Häcksler und Häcksler. Ich glaube, der macht 60 Abrissschaden. Der macht 43. Guten Tag. Es müssen einfach genug von euch Setzlingen am Leben bleiben. Na los, kommt schon. Sollen. Möge das Land gut zu dir sein. Doch, wenn ich das FIFA hole, dann kriege ich hier Prügel von den Leuten. Das lassen wir mal lieber. Ob die grasen? Ein Auge am Himmel. Muss eine Cyclops-Drohne sein. Ah, da wie kriege ich ihre Daten? Mit Säure wird das hier ewig dauern. Wach gegen Schock. Du hast nichts gesehen. Ach, hier. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. So, hat keiner was mitgekriegt. Den Bogen können wir uns schon mal holen. Das hier würde ich aber gerne noch ausprobieren. Ging jetzt schneller als gedacht. Sind die Viecher jetzt noch hier? Scheinbar nicht. Doch, da drüben. Okay. Gut, dann müssen wir tatsächlich ein bisschen taktischer reagieren.
Ich könnte wo raufklettern, um auf die Drohne zu springen. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Den Weg nicht markieren. Ja, da sind wir relativ fix gestorben. Sag mal. Sag mal. So. So, jetzt hier. Sehr schön. Ist hier gerade? Kommt auf jeden Fall. Du gehörst mir! Da haben wir sie. Geschafft! Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Das nehmen wir alles mit und dann weg hier. Wasserzirkulator haben wir jetzt doch nicht mehr. Ich glaube, ich hole mir schnell das Ding und fahr ab. La 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 la. Ich hab Angst. Kann ich jetzt hier eigentlich so ein Reitvieh rufen? Bewegung! Ja, so, hier lang. Ich hab genauso gut wie schwimmen. Ja, los. Los, du Kuh. Lange ist her. Hier liegt die Plage in der Luft. Bremde. So, jetzt mal so bleiben. Mal gucken, was wir alles upgraden können. Wir mal haben schnell. Unser Paradies für selbstverständlich gehalten. Ja. Da die Hungersnot. Sie sind Vergeltung. Die Sonne läuft für dich. Möge dein Tag Früchte tragen. Zack. Ja, hier. Moin. Waffen, Hartgewebe, Scharfschuss. Ausrüsten. Das war. So. Sonst? Glaube nicht. Egal. Rohstoffe. Welche Maschine könnte dir jetzt noch standhalten? Deswegen sind mächtige, äußerst präzise Fernkampfwaffen. Sie sind beim Abfeuern aus der Bewegung heraus weniger präzise und können nicht beim Gleiten verwendet werden. Nicht vergessen, feuere Elementpfeile und Kanister des gleichen Elementtyps. Es ist lange her. Wir lauern, wir schlagen zu. Genau, hier haben wir jetzt die Werkbank. Und da können wir jetzt mal schauen.
Der Bolzenschießer, der ist zwar ganz nett, ist aber doch sehr langsam. Der Häckslerhandschuh weiß ich noch nicht. Ich würde erstmal so die Bögen upgraden. Der ist vollständig. Das können wir hier jetzt mal machen. So. Plus 15 Fernkampfschaden. Brüllrücken und Graser. Gabe erstellen. Hier hätten wir noch. Den können wir auf jeden Fall machen. Mittelgewebe einer Stachelschnauze. Aha. Dann machen wir daraus auch eine Aufgabe. So. Der Jagd und im Geschäft. Mittel haben wir auch noch nicht. Wir müssen endlich mal so alles nach und nach upgraden. Die Felder verfallen. Der Sprung sah gefährlich aus. Ja, das war's auch. Pass auf dich auf, Fremde. So, so, so. Dann schauen wir mal. Ranks the Super Brain. Schlupf, Fluss, Lied. Erstmal holen wir das Lager. Die Sonne leuchtet für dich. Hoffentlich geht es dir gut. Guten Tag. Wenn ich Pflughörner überbrücken will, muss ich zuerst ihre Daten reparieren. Ich verfolge hier mal ein bisschen Sidequests. Das ist hier der unbekannte Ort bestimmt, ne? Geglitscht, oder? Achso, da ist Lagerfeuer. So, das haben wir. Ah, nee, hier sind wir, glaube ich, im letzten Mal stehen geblieben, oder? Hier sind wir stehen geblieben. Versucht darüber zu gleiten, ne? Weil wir da selber nicht drauf gekommen sind. Das ist ein tolles Ding. Das Ding ist weg. Also gut. Gehen wir dahin.
haben wir schon. Wie, das Feuerglimmer. Das hier, den können wir mal abfackeln. Hoffentlich ohne abzukratzen. Das war's gleich mit dem... Siehst du hier Grünglanz. Ja, ich denke, das wäre jetzt hier der offizielle Weg, um zur Drohne zu kommen. Da ist der Haken. Auch das abgehakt. Da geht's auch weiter, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Oh, nee, noch die Lunge aus dem Hals röchelt. Werde ich bald brauchen können. Heilen wir nur die. So, mein Gaul. Oh, der war schnell da. Dann hätte ich ihn. Ich glaube, mit Hotte Hotte Hü ist dann hier vorbei, ne? Man sieht mich. Was da gerade lang gedüst ist. Frostmunition würde gehen. Jetzt gleich. Mal aufgekriegt. Sind ganz schön groß. Dann hätten wir noch Flusslied. Ja, dann machen wir jetzt hier unbekannter Unterschlupf, reiten wir hier einmal rum. Dann müssen wir eigentlich an allem vorbeikommen. Den direkten Weg können wir ja schon mal nicht nehmen. Oder? Oh, ups. Entdeckt. Ich muss hier weg. Sagt, ist noch lange nicht fertig.
mit dem, wo sie langklettert, ist manchmal ein bisschen. Aber wahrscheinlich stelle ich mich nicht so doof an. Das ist nämlich voll. Nützlich. Was ist da drin? So, das ist hier auf einem Berg. Vermutlich gehen wir von da hoch. Da. Wildschweine sind ganz schön zäh geworden. Was ist hier? Da können wir dann den Beutel upgraden. Irgendeinen. Ja gut, man könnte hochklettern. Lass doch einfach. Lass doch einfach. Na, aus. Man könnte da hochklettern, aber ich glaube nicht, dass wir auf diese Art und Weise da ganz hochkommen. Jetzt ist immer nur ein Stück. Da vielleicht. Diese Funktion ist. Super spannende Folge. Super spannende Folge. Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. Ja, muss ein super edles Gewürz sein, wenn du da so einen ganzen Berg hochkraxeln musst. Okay, da drüben können wir einfach hinlaufen. Gleiten hat das auch nicht viel zu tun, oder? Die fällt eher wie so ein Stein. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Genau, wir versuchen jetzt einfach hier mal da durchzukommen und wir sehen dann weiter. Hm.
Ja. Ein Schwert? In einem Stein? Wie in einer Geschichte, die ich in einem alten Datenpunkt gelesen habe. Aber ich kann es wohl nicht rausziehen. So, versuchen. Ist das Excalibur? Bin ich denn Königin von England? Dann bleibt uns wohl erstmal nichts anderes übrig. Ist noch was, oder? Ist das nichts? Da komme ich dann nicht rüber. Das ist alles scheiße. Blättern ist auch nicht. Komme ich dann den Gleiter rüber? Ist der drüben überhaupt weiter? Ja irgendwo der Weg sein. Oder ist der Weg ein Fluss? Nee. Das hier ist der Fluss. Kann man nicht erkennen, ob der jetzt auf einer Klippe ist. Ich spring jetzt einfach mal hier so geradeaus rüber. Zu den Otaru möchtest, dann geh zu Q, um die Felder herumgehen. Auf der anderen Seite der Schlucht. Du weißt schon. Ja, moin. Moin, moin. Wurz. Hier geht's da hin. Ist das ein Sprungfall? Ja. Was ist das für ein Vorwärtslager. Wir gehen erstmal außen rum. Erstmal hier rum, schauen wir uns um. Da geht's dann wieder runter. Was gibt's denn hier? Schon überlänge. Das war jetzt eine richtig spannende Folge. Wieder so eine schwule Blume. Oder was auch immer. Jetzt muss ich was rennen. Wieder versperrter Weg. Hab ich das schon mal auf? Zeigt. Ah, ich kann da einmal unten halt durchschwimmen. Komm, das machen wir mal schnell. Ha.
Das sieht schon cool aus. So im Wasser. Nichts. Bist du müde? Hallo? Was ist das? Sieht komisch aus. Kann ich aber auch nicht so machen. Wieder Zeug, wenn ich da drauf schieße. Ist das hier vielleicht noch questrelevant? Ich dachte, ich drohne jetzt hier einfach mal rum und schau mal. Ich habe ich, schlauer Mensch, keine Schnellreisepakete. Kann ich da irgendwo hoch? So habe ich das geplant. Das sollte genau so aussehen. Jetzt hoch da. So. So, nichts. Weiter. Was ist denn, was wieder rausgeht hier? Da geht's hier nicht. Also nicht weiter nach oben. Ah, hier. Tada. Wie viel ein Händler mir wohl dafür geben würde. Wie ist denn da durchgekommen? Ich glaube, wir haben irgendein Banditenlager gemacht, ne? Schön geleiten. Wenn du zu den Otaru möchtest, dann geh zu Q im Flusslied auf der anderen Seite der Schlucht. So, das machen wir dann mal. Hier lohnt ein bestimmt Lagerfeuer. Nee, da scheint es dann irgendeiner Quest wegen noch hinzugehen. Das war jetzt eine mega, mega. Da hat wohl jemand Folge. Ärger. Hat er auch schon überlegt. Ja. Ich hatte auch schon überlegt, da nächste Woche ja auch Sons of the Forest rauskommt.
ob wir nicht einfach nur die Hauptstory hier einmal durchrushen. Dass wir es wenigstens mal gemacht haben. Sie wissen, dass ich hier bin. Dieser Schuss selbst. Egal. Dass wir eventuell einfach jetzt nur die Hauptstory durchrushen und dann ist fertig. Denn nächste Woche kommt Sons of the Forest und dann werde ich wohl da ein bisschen mehr Zeit reinstopfen. Ich denke, das machen wir so. Wir können gleich mal laden und dann gehen wir von da aus einfach so nah wie möglich zu Hephaestus, glaube ich. Und dann machen wir erstmal so die Hauptstory weiter. Stellen wir wieder auf leicht runter oder auf Story Mode. Boxen uns da einmal durch und dann sehen wir weiter. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.